Hallo und herzlich willkommen bei der Tag auf Ländlich TV. In unserem ersten Beitrag wollen wir wissen, welches Sternzeichen sind Sie und welche Eigenschaften wird diesem Sternzeichen zugeschrieben und glauben Sie an das Horoskop? Ich hatte ja kürzlich gerade Geburtstag und bin somit Skorpion. Angriffslustig, willensstark, wollen alles ganz genau wissen, können sich nicht mit Halbwahrheiten zufrieden geben und werden von der Kampfeslust gepackt, sobald Ihnen oder jemand anderem in Ihrem Umfeld Unrecht getan wird. Ob da was dran ist und wie Frau Arlberg denkt über Sternzeichen und Charaktereigenschaften, wir haben uns umgehört. Die Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt, sind 12 Phasen des Jahres, die in der Astrologie eine wichtige Rolle spielen. In der Sternlehre wird davon ausgegangen, dass diese Einteilung Ähnlichkeiten im Charakter der Menschen widerspiegeln, die in einer Gruppe geboren wurden. Ist da was dran? Sternzeichen, das ist so eine Sache. Sie wissen es eh selber, das. Die einen glauben nicht, nicht? Nicht wirklich, nein. Ja? Ich würde sagen, jein. Nein, nicht ganz. Schwierig. Sternzeichen, jein. Manchmal ja, manchmal nein. Kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Nein, ich glaube nicht dran, weil das ist, ja, es gibt was, das kann man schon sagen, aber nicht gerade wegen Sternzeichen. Ich glaube nicht, dass das Horoskop jeden Tag zutrifft, weil man steigert sich ja in diese Realität rein. Ja, wie soll ich sagen? Meine Frau glaubt dran, ich glaube nicht dran. 12 gibt es insgesamt. Ist das eigene Sternzeichen bekannt? Skorpion. Fisch. Und ein kühler Fisch. Zwilling. Was glaubst du? Ich zum Beispiel, ich bin Steinbock. Zwilling. Zwilling. Ich bin ein Fisch. Das ist das Beste. Aber was macht die einzelnen Sternzeichen aus? Welche Eigenschaften werden ihnen zugesprochen und wer passt eigentlich zu wem? Der Waage wird zum Beispiel nachgesagt, dass sie ausgeglichen sei. Löwen sollen sehr strebsam sein. Wie ist das zum Beispiel mit Fisch, Zwilling, Skorpion und Co.? Ich würde sagen, Skorpion stuft man ziemlich als stur ein und er kann sehr verletzend sein. Und ja, das hätte ich schon sagen. Was eben das Gemüt anbelangt, oder? Also Fische sind auf der einen Seite kalt, auf der anderen Seite empfindlich. Er ist sehr harmonisch. Ja. Kann ich nur bestätigen. Aber mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Da ist bis zu einem gewissen Grad was dran. Aber wie gesagt, glaube ja, man kann in alles was rein interpretieren, oder? Also das ist mit allem und jedem so. Ich bin ein Erdezeichen und ich bin ehrgeizig, ich bin selbstständig, das bin ich alles. Aber ich könnte auch alles andere sein. Aber gleichzeitig meine Aufgabe, also meine persönliche Aufgabe, ist das Wahren von Mutter Natur. Ein kleiner Luftikus, aber das hat, ne, ist nicht mehr, das ist spältig. Ja, zwiespältig, das stimmt, ja. Der kann sich nie entscheiden, der Zwilling. Schwer. An gewissen Eigenschaften, Gemeinsamkeiten und Horoskop ist also doch was dran? Da ist ein bisschen was dran, ja. Wenn man so die Familie, die eigene betrachtet, also Kind, Mann und so weiter, oder, dann merkt man, dass es da schon gewisse Eigenschaften gibt. Auch im Bekanntenkreis, wo man weiß, welches Sternzeichen. Ja. Die sagen, wenn es gut ist, glaubt man, wenn es nicht gut ist, glaubt man nicht. Ja, ich tue auch immer. Ist gut? Ja, dann glaube ich, ist nicht gut. Dann. Ach, ist ein Blödsinn. Dann, ja, ist ein Blödsinn. Und dann vergiss ich schon. Was ich glaube ist, wenn jemand dran glaubt, dann ist es auch schön, an was zu glauben, was man vielleicht nicht ganz greifen kann. Wir sehen, die einen glauben ans Horoskop, die anderen nicht. Und Sie so? Diskutieren Sie mit auf unserer Facebook-Seite. Und bei uns geht's weiter mit einem schönen Ausflug durch unser Ländle. Was mit einem Durchstich vor über 100 Jahren begann, ist heute ein urtümlich erscheinendes Naturparadies. Die Rede ist vom Alten Rhein in der Hohenemser Kurve. Damals führte der sogenannte Diepoldsauer Durchstich dazu, dass der Fluss begradigt wurde. Bewirkt wurde also eine Umleitung des Rheins in ein neues Flussbett.
Es handelt sich um das Gebiet entlang Altach, Hohenems, Lustenau und Diepholzau. Infolgedessen konnte der entstandene Altwasserarm für die Kiesgewinnung genutzt werden. Daraufhin entstanden wiederum neue Wasserbecken und langsam aber sicher entwickelte sich das Gebiet zu einer artenreichen Naturlandschaft. Heute ist der Alte Rhein in Hohenems ein beliebtes Ausflugsziel. Hier kann man an schönen Vormittagen spazieren gehen oder man nutzt den Tag, um sich an einer der Feuerstellen niederzulassen. Vielleicht will man auch einfach nur die Ruhe genießen und ganz unter sich sein? Kein Problem. In regelmäßigen Abständen warten Sitzbänke darauf, dass man auch sie benutzt. Sie laden dazu ein, still zu werden und die Atmosphäre wahrzunehmen. Die Landschaft trotzt vor Schönheit, besonders im Herbst. Bestaunenswert ist da die Vogelwelt. Sie ist von großer Vielfalt geprägt. Zahlreiche Nahrungsgäste und Durchzügler finden sich hier vor. Aufgrund hoher BesucherInnenzahlen und einhergehender Belastung der Natur wurde 2013 auch ein knapp 5 Hektar großes Gebiet unter Schutz gestellt. Es handelt sich um ein Biotop, also ein abgegrenztes Gebiet, das ein ganz eigenes Ökosystem gebildet hat. In diesem Bereich sind besonders viele seltene Pflanzen und Tiere beheimatet. Die Tore des Alten Rheins in Hohenems stehen ganzjährig offen. Jetzt liegt es an jeder und jedem Einzelnen, dieses ganz besondere Naturreich zu betreten. Das war der Tag auf Ländle TV. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und verabschiede mich mit einem Blick aufs Wetter. Haben Sie eine schöne Zeit. Rondo Ganal in Flasterns. Der Spezialist für Papier, Wellpappe, Verpackungen und Recycling bildet in 8 Berufen Lehrlinge aus. Darunter Papiertechnikerinnen. Recycling, Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen. Das macht die Lehre bei Rondo zur Lehre mit Zukunft. Die Berge und mittleren Höhenlagen haben den ersten Schnee bekommen. Nun stellt sich in Richtung Wochenende wieder ruhiges Hochdruckwetter ein. Der Freitag startet im hinteren Bregenzer Wald und im Unterfon leicht frostig, sonst mit 1 bis 4 Grad plus. Es gibt vor allem im Unterland noch längere Zeit einige kompakte Wolken und Wolkenreste, sonst ist es im Klostertal und Munterfon tagsüber ziemlich sonnig. Tagsüber breiten sich die Haufenwolken im Bregenzer Wald und im Rheintal etwas aus, es bleibt aber verbreitet trocken. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 8 Grad. Am Samstag gibt es im Rheintal im Wallgau sowie im Vorder- und Mittelbregenzer Wald bis in einen Höhenbereich von 900 bis 1100 Meter ziemlich kompakten Hochnebel. Außerhalb und oberhalb des Nebels scheint die Sonne. Auch am Sonntag gibt es eine markante Wetterzweiteilung mit viel Grau für das Rheintal und viel Blau für die Bergregion. Die Temperaturen schaffen je nach Nebel, Sonne zwischen 3 und 8 Grad. Am Montag wird es auch in der Höhe allmählich bewölkter. Es bleibt trocken und das Temperaturniveau ist unverändert.